Verstöße in Lade- und Lieferzonen bereiten uns insofern erhebliche Probleme, weil dadurch der Raum für die anfahrenden Lkw blockiert wird. Die bleiben in der zweiten Reihe stehen, gefährden andere Verkehrsteilnehmer, gefährden Fahrradfahrer. Das hat ungeahnte Konsequenzen. Wir sprechen die Verkehrsteilnehmer an. Wir machen ihnen deutlich, dass welches Verhalten hier angesagt ist. Es werden auch Pkw abgeschleppt, die verbotswidrig eingeparkt sind, wo der Fahrer nicht anwesend ist. Und wir verteilen natürlich Verwarngelder, beziehungsweise im Extremfall kommt es auch zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen.